Der Kitzbüheler Anzeiger und die Bergbahn Kitzbühel laden zum mittlerweile schon traditionellen Frühschoppen auf das Kitzbüheler Horn. Im und rund ums Gipfelhaus wird bei schönem Ausblick einiges geboten. Es gibt Stimmungsmusik von der Brandalmusik und es gibt natürlich auch allerhand Kulinarisches. Mit dem Event möchte sich der Kitzbüheler Anzeiger bei der treuen Leserschaft bedanken. Ich glaube, der Kitzbüheler Anzeiger ist also ein bisschen Institution in Kitzbühel, nicht nur geworden, sondern ist er immer gewesen. Und von dem her macht uns das sehr viel Spaß und Freude, wenn wir unsere treuen Leser und unsere Kunden und Partner und Freunde zu diesem Frühschoppen einladen dürfen. Wir haben Musik da und wir verlosen jetzt gerade drei oder zwei Brettspiele von Monopoly von der Kitzbühel Edition. Also ein sehr, sehr nettes Spiel. Die sind auch da. Und dann gibt es noch eine Kreuzfahrt zu gewinnen, eine Schnupperkreuzfahrt und einen Familienpass, gesponsert von der Bergbahn Kitzbühel, für die ganze Familie Jahresskipass am Kitzbühel Horn. Also ich glaube, es ist also ein Rundum-Paket. Und wegen dem kommen auch, glaube ich, die Leute. Das taugt ihnen und Wetter spielt auch mit. Also wir sind rundum happy. Auch die Bergbahn Kitzbühel ist heute Gastgeber. Am 8. Dezember startet das Familienskigebiet in die neue Saison. Und das mit Fokus auf Qualität, nicht Quantität. Heuer wird eine Besucherobergrenze eingeführt, um Gedränge an Liften, in Restaurants oder auch auf den Pisten zu vermeiden. Nicht größer, aber besser. Wir investieren 17 Millionen Euro in zwei höchst moderne und die komfortabelsten Anlagen, die zurzeit am Markt bestehen. Wir werden aber, wenn man das sagt, wir werden nicht größer, sondern besser, dann bedeutet es, dass wir die Pistenflächen gleich halten. Dann bedeutet es, dass wir die Gefahrenstellen entfernen. Dann bedeutet es gleichzeitig aber auch, dass wir eine Schneesicherheit herstellen durch die Beschneiung. Und wenn man über Familienskigebiet spricht, dann heißt es auch, dass es familienfreundliche Preise gibt. Der Kitzbüheler Anzeiger ist in der Region ein vielgelesenes Informationsmedium. Durch eine Kooperation mit Tirol TV wird es künftig mehr Videos und Filmbeiträge aus der Region und für die Region geben. Bewegtbild im Online-Bereich, aber natürlich auch im Print-Bereich, dass wir kooperieren. Und ich finde es sehr, sehr positiv, dass man sich nicht nach der Decke streckt, sondern generell so ein bisschen über den Tellerrand schaut und versucht, mit den Medien oder mit den Partnern zusammenzuarbeiten, um letztendlich einfach Win-Win-Situationen zu generieren. Macht definitiv Sinn. Überhaupt werden Kooperationen beim Kitzbüheler Anzeiger großgeschrieben. Ja, ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes auch mitunter bei uns in Kitzbühel. Dieses Miteinander, dieses Gemeinsame, egal wer, wie, wo, was. Es ist die Arge, die Stadtgemeinde, es ist der Skiclub, es ist die Bergbahn, es ist Kitzbühel Tourismus, es ist der Kitzbüheler Anzeiger. Unser Medium, das auch weit in die Welt hinaus bestellt wird, das also viele Stammgäste abonniert haben. Und das freut uns natürlich von Kitzbühel Tourismus sehr, wenn die Gäste die Nachrichten aus Kitzbühel interessiert und Sie die Zeitung abonniert haben. Ja, wir bilden ja Journalisten in erster Linie aus und aber auch oder überhaupt Medien und Kommunikationsleute. Und für uns ist es sehr interessant, zusammen mit dem Kitzbüheler Anzeiger ein Projekt zu machen jeweils. Und das hat sich jetzt eben über 10 Jahre bewährt, dass wir hier praktische Probleme angehen. Und das ist für die Studierenden natürlich besonders interessant, dass sie nicht nur Theorie machen oder auch Gruppenarbeiten zu hypothetischen Projekten, sondern dass eben ganz reale Projekte gemacht werden, die dann auch letztendlich irgendwo in der Praxis umgesetzt werden. Hunderte Leser des Kitzbüheler Anzeiger sind heuer wieder beim beliebten Frühschoppen mit dabei und starten mit der Zeitung in einen spannenden Leseherbst.